Die Küsten eines Landes sind offene Grenzen. Offen für Handel und Tourismus, aber auch für Verbrechen. Um die Sicherheit auf dem Meer zu wahren, haben sich die Bundespolizei, der Zoll und andere Behörden zu einer Polizei auf See zusammengeschlossen. Sie sind die Küstenwache. Der hat's aber eilig. Was soll das denn werden? Albatros 2. Albatros 2 für Christine, bitte kommen. Albatros 2 für Christine, bitte. Scheint es gar nicht ohne uns auszuhalten in seinem Urlaub. Zwangsurlaub. Nun meldet euch schon. Albatros 2 für Christine, bitte. Albatros 2 hört. Moin, Wolfgang. Wie läuft denn deine Jungfernfahrt? Du, ich habe jetzt keine Zeit zu plaudern. Da ist so ein Rowdy mit dem Benzinfresser. Der will da gerade was ins Wasser werfen. Gib uns mal deine Position durch. 54-30, 11-30. Die Motorjacht liegt circa eine halbe Seemeile von mir entfernt, nördlich. Was hat er denn diesmal wieder gesehen? Klabauter Mann mit Pumpgun. Norge, in unserem Beruf entscheiden manchmal Sekunden über Leben oder Tod. Unter dem Druck kann man schon mal einen Fehler machen. Das ist er. Und das muss die Yacht sein. Kannst du den Namen der Yacht erkennen, Wolfgang? Mark Cruiser. Das gibt's doch nicht. Holger? Der entsorgt gerade eine Leiche. Till Seeger, Sie sind angestellter Skipper bei der Eventagentur Blue Hour Parties. Wohnhaft in Neustadt. Ja, können Sie mir nun endlich sagen, warum Sie mich angefunkt haben? Ich bin dabei beobachtet, wie Sie was in die See geworfen haben. Und wer behauptet das? Der etwa? Ihr Zeuge hat eine ziemliche Fahne. Mein Zeuge ist ein bewährtes Mitglied der Küstenwache. Verzeihung, aber ich habe nichts ins Wasser geschmissen. Außerdem, in einer halben Stunde kommt eine Geburtstagsgesellschaft an Bord. Mein Chef, der bringt mich um, wenn das platzt. Sie können weiterfahren.
Kapitän, wir haben etwas gefunden. Wir kommen zu Ihnen an Bord. Our Parties. Ein unvergessliches Ambiente für besondere Stunden. Ich war bis eben gerade mit einer Betriebsfeier unterwegs. Ich hatte keine Zeit, den Müll zu entsorgen. Ich werde Sie wegen Umweltverschmutzung anzeigen. Olga, das war kein Müll. Der Sack war viel zu schwer. Der konnte den kaum tragen. Du warst viel zu weit weg, als du das beobachtet hast. Was ich gesehen habe, habe ich gesehen, verdammt nochmal. Ganz nach einem ruhigen Tag aus. Sagen Sie das nicht. Unterbauer wollte wieder angeln gehen. Er hätte beinahe einen unschuldigen Menschen erschossen. Hat er aber nicht. Ja, nur weil er dazwischen gegangen ist. Und Sie haben noch nie einen Fehler gemacht, oder was? Küstenwache für Nordlicht, bitte komm. Küstenwache, Albatros 2 hört. Wir haben hier eine Leiche im Netz. Soweit ich das jetzt schon sagen kann, ist er erdrosselt worden. Er muss auch eine ganze Weile im Meer getrieben sein. Mindestens 24 Stunden. Sonst gibt's keine Hinweise auf seine Identität. Das ist er. Sven Burkhardt, wohnhaft in Neustadt, wurde von seiner Ehefrau Sarah Burkhardt als vermisst gemeldet. Das muss, ich will alles über ihn wissen, was Sie rausfinden können. Norge, Sie fragen bei der KTU nach, wie weit die mit der Obduktion sind. Frau Stern, Sie informieren die Witwe. Kapitän? Da ist noch was. Die Vermisstenanzeige wurde schon vor 6 Monaten aufgegeben. Damals ist Burkhardts Schiff gesunken und seine Frau hat ihn letzte Woche gerichtlich für tot erklären lassen. Also wenn Norge sich bei dem Todeszeitpunkt nicht um ein halbes Jahr vertan hat, dann ist Burkhardt gerade zum 2. Mal gestorben. Frau Burkhardt, wir haben die Leiche Ihres Mannes gefunden. Sind Sie wirklich sicher, dass er das ist? Ja, leider. Die Obduktion ist zwar noch nicht ganz abgeschlossen, aber wir können jetzt schon mit Sicherheit sagen, dass er bis vor kurzem noch gelebt hat. Das ist nicht möglich? Doch. Es tut mir sehr leid. Und da ist auch noch etwas. Die Todesursache ist kein Unfall, sondern ein Gewaltverbrechen. Das ist nicht möglich. Ich hole Ihnen ein Glas Wasser. Ja, Stern? Ben hier, kannst du reden? Ja, schieß los. Sarah Burkhardt ist seit neuestem Millionärin. Was? Sven Burkhardt hatte eine hohe Lebensversicherung abgeschlossen, die gerade an seine Frau ausgezahlt wurde. Also ich würde sagen, der gute Mann hat seinen Tod nur vorgetäuscht, um die Versicherung zu betrügen. Wie? Und du meinst, sie steckt damit drin? Ja klar. Ihr Name steht als einziger in der Police. Sie kassiert die ganze Kohle und jetzt, wo ihr Mann wirklich tot ist, müsste sie es noch nicht mal mit ihm teilen. Also, die Nachricht, dass er bis vor kurzem noch gelebt hat, die schien sie wirklich zu überraschen. Das Fischerboot, das die Leiche gefunden hat, hatte die ganze Nacht über seine Netze draußen und die Strömung war sehr stark. Wenn wir davon ausgehen, dass die Leiche ungefähr 24 Stunden im Wasser lag, dann wird das Gebiet, in dem sie reingeworfen wurde, um einiges größer. Genau da habe ich Seeger gestern gesehen. Sag dir eins, Holger, Seeger war's. Möglich, aber wenig wahrscheinlich. Was machst du eigentlich hier? Ihr habt eine Leiche gefunden, hat mir Kalle gesagt. Sie war aber nicht in einem Müllsack. Das hat doch überhaupt nichts zu sagen. Kann doch trotzdem drin gesteckt haben. Seeger hat den Müllsack ins Wasser geworfen. Und der ist durch irgendwas gerissen. Und deswegen habt ihr die Leiche ohne Müllsack gefunden. Also ich hab Sven Burkhardt von vorne bis hinten durchgecheckt und nicht die geringste Verbindung zu Seeger gefunden. Du warst doch selbst dabei, als wir den Müll aus dem Wasser geholt haben. Ihr habt ihn angefunkt und dann hat er erst einen zweiten Sack mit Müll ins Wasser geworfen, verdammt nochmal. Er hatte ja Zeit genug, seine Alibi vorzubereiten. Herr Unterbauer, würden Sie wohl bitte mal ganz kurz
in mein Büro kommen? Herr Unterbauer, ich habe den Eindruck, dass Sie immer noch nicht begriffen haben, wie ernst Ihre Situation ist. Sie stehen so kurz davor, in Frührente geschickt zu werden. Was haben Sie eigentlich, Herr Gruber? Sie haben mich doch schon in Urlaub geschickt. Ja. Die Dienstaufsichtsbehörde hat gerade Ihre Personalakte angefordert. Und morgen muss ich da auch noch persönlich antanzen. Ich dachte, der hätte eine Waffe, verdammt nochmal. Ja. Und nun bilden Sie sich plötzlich ein, beobachtet zu haben, wie eine Leiche entsorgt wurde. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass Sie eine Situation völlig falsch einschätzen. Und das bei Ihrer Erfahrung. Unterbauer, solange Sie nicht voll auf dem Posten sind, sollten Sie aufhören, Ihre Kollegen bei der Arbeit zu behindern. Sonst weiß ich wirklich nicht, was ich den Leuten da morgen erzählen soll. Ich kann doch nicht einfach nichts tun. Bis der Vorfall abgeschlossen ist, ist nichts das Einzige, was Sie tun sollten. Kapitän, ich habe hier die Infos zu Till Seeger. Er arbeitet seit 2 Jahren für die Eventagentur Blue Hour Parties. Davor hat er sich mit verschiedenen Jobs durchgeschlagen. Matrose, Kellner, Surflehrer, nichts Auffälliges. Nur vor 8 Jahren, da wurde er wegen Drogenbesitzes zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Ist er danach nochmal auffällig geworden? Nee, danach hat er sich nicht zu Schulden kommen lassen. Legen Sie ihn zu den Akten. Seit wann legen wir Verdächtige mit Vorstrafen zu den Akten? Hast gut Zeit, Wolfgang. Ich habe damals mein Studium abgebrochen, um Sven zu helfen. Er wollte eine eigene Firma gründen, den Fischverarbeitungsbetrieb. Tja, und nach seinem Tod musste ich mich dann plötzlich alleine durchschlagen. Callcenter, Babysitten, Kellnern. Ja, Familie? Hat sie nicht unterstützt? Nee. Die haben mir nie verziehen, dass ich die Praxis nicht übernehmen wollte. Auch wenn der Tod ihres Mannes sehr schlimm für sie sein muss, ich meine, wenigstens hat er vorgesorgt. Die Lebensversicherung? Davon müssten Sie doch jetzt ganz gut leben können. Ja, jetzt, wo Sie endlich bezahlt worden sind. Frau Burkhardt, da Ihr Mann definitiv nicht schon vor einem halben Jahr ums Leben gekommen ist, lässt sein Unfall und die Höhe der Lebensversicherung auch noch eine andere Schlussfolgerung zu. Wollen Sie etwa andeuten, mein Mann und ich hätten die Versicherung betrogen? Jedenfalls hat er seinen Tod damals eindeutig vorgetäuscht. Warum hätte er sonst machen sollen? Das weiß ich doch nicht. Ich kann mir das ja auch alles nicht erklären. Ich dachte die ganze Zeit, er ist tot. Ich muss Sie das trotzdem fragen. Wo waren Sie eigentlich letztes Wochenende? Zu Hause. Kann das jemand bestätigen? Nein. Wer könnte sonst auf Ihren Mann abgesehen haben? Überlegen Sie, wer könnte einen Grund gehabt haben? Es gab eigentlich nie Probleme. Erst nach seinem Tod oder nach seinem Verschwinden. Da ist die Firma pleite gegangen und Klaas hat das nicht gut verkraftet. Klaas? Klaas Fennebusch, dein Geschäftspartner. Ja, Ben, ich bin's. Ich bräuchte alle Informationen, die du über einen gewissen Klaas Fennebusch rauskriegen kannst. Du bist der Mitinhaber von Sven Burkhardts Fischfabrik. Wird gemacht, Frau Kollegin. Danke. Entschuldigung? Entschuldigung! Hallo! Vorläufiger Obduktionsbericht. Sven Burkhardt ist erdrosselt worden, was ich schon vermutet habe. Ich muss noch mal die KTU. Ja, Moment noch, Norge. Wissen Sie schon was über den genauen Todeszeitpunkt? Er ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag gestorben. War vermutlich schon einige Stunden tot, bevor er ins Wasser geworfen wurde. Ach, in seinem Blut wurden Spuren von Beta-Blockern gefunden. Die nahm er wohl seit Jahren gegen zu hohen Blutdruck. Aber ist er ja gar nicht so spontan untergetaucht.
Ich meine, wenn er sogar seine verschreibungspflichtigen Medikamente dabei hatte? In seinem Versteck scheint er sich ganz wohl gefühlt zu haben. So bis auf die Tatsache, dass er tot ist, macht er einen ganz gesunden Eindruck. Nicht gleich an Bord kommen, um zu checken, ob ich den Müll richtig trenne? Ja, ich bin nur rein zufällig hier, wissen Sie. Ich suche einen neuen Liegeplatz für mein Boot. Na, der ist jedenfalls vergeben. Ja. Bekannter sagte, dass eventuell hier noch was frei wäre. Sven Burkhardt, kennen Sie den? Ich kenne hier niemanden. Was wollen Sie von mir? Nichts, nichts. Ich bin hier nur spazieren gegangen. Eigentlich wollte ich einen Turn machen, nach Dänemark und Holland. Da waren Sie doch auch schon öfters, nicht wahr? Wir fahren nicht ins Ausland. Aber privat nutzen Sie das Schiff doch. Ich meine, mit so viel PS an der Schraube, da sind Sie schnell in Amsterdam. Sie sind doch wie in der Drogengeschichte hier, richtig? Das ist fast 10 Jahre her. Illegal war es trotzdem. Moment, das waren 3 Gramm Marihuana für den Eigenbedarf. Sie trinken doch auch Schnaps zum Frühstück. Glauben Sie, das ist besser? Ich habe mit Drogen nichts mehr am Hut. Und wenn Sie mir das nicht glauben, dann schauen Sie meinen Logbüchern nach. In Holland bin ich nie gewesen. Der Fahrzeughalter zu deinem Nummernschild. Der Wagen gehört der Versicherungsgesellschaft Baltic Life, bei der Sven Burkhardt seine Lebensversicherung abgeschlossen hatte. Danke. Kapitän, ich habe hier die Infos zu Klaas Fennebusch. Vor ungefähr 10 Jahren haben er und Sven Burkhardt einen Fischverarbeitungsbetrieb aufgezogen. Burkhardt hat den Laden gemanagt und war für die Bücher zuständig, während Fennebusch sich um die Fischer gekümmert hat. Was macht Fennebusch jetzt? Nach dem Verschwinden des Partners musste er Insolvenz anmelden. Er blieb auf den Schulden sitzen, seine Frau hat die Scheidung eingereicht. Und jetzt ist er wieder ein Fischer auf einem kleinen Kutter. Wie der wohl reagiert hätte, wenn der Mann, der ihn in diese Lage gebracht hat, plötzlich vor ihm steht. Herr Fennebusch? Was denn? Sind etwa schon wieder neue Gläubige aufgetaucht? Nein. Aber die Leiche ihres Partners. Aha. Wohl nicht mehr viel von ihm übrig, ja? Irrtum. Herr Burkhardt ist erst seit wenigen Tagen tot. Was? Das gibt's nicht. Hat er mich verarscht? Wir gehen davon aus, dass er den Schiffsunfall vor einem halben Jahr bloß vorgetäuscht hat. Hätten Sie da eine Idee dazu? Ja, und ob? Weil dieser Lügner unsere Firma vor die Wand gefahren hat. Das heißt, die Firma war schon insolvent, bevor er verschwunden ist? Ja, natürlich. Nur außer Sven wusste das niemand, weil nur er die Zahlen kannte. Sie meinen also, er hat seinen Tod deswegen vorgetäuscht? Ja, klar. Ist auch besser so, weil wenn ich gewusst hätte, dass er nicht tot ist, hätte ich ihn eigenhändig umgebracht. Bei Geld hört die Freundschaft wohl auf, hm? Blödsinn. Die Pleite hätten wir überlebt, aber nicht, dass er mir vorher auch noch meine Frau ausspannt. Herr Burkhardt hatte ein Verhältnis mit Ihrer Frau? Ja. Seit wann wussten Sie denn davon? Ist leider erst viel zu spät begriffen. Wir 4 waren ständig zusammen unterwegs und oft gemeinsam im Urlaub. Weder Sarah noch ich haben gemerkt, dass die ganze Zeit was lief zwischen Sven und Judith. Deswegen hat sie mich kurz vor diesem Unfall verlassen. Weil sie wusste, dass Sven sich aus dem Staub machen wollte. Ihre Ratten haben Sarah und mich einfach mit dem ganzen Scheiß sitzen lassen? Zumindest Sarah Burkhardt muss sich ja finanziell keine Sorgen mehr machen. Jetzt, wo sie die Lebensversicherung ausbezahlt bekommen hat? Nee, auch noch Versicherungsbetrug. Und Sarah, die Schlampe, hängt mir drin? Haben sie mich also alles schön zusammen verarscht? Herr Fennebusch, waren Sie in den letzten Tagen mit dem Kutter draußen?
Natürlich, bin jeden Tag draußen. Muss für mein Geld arbeiten. Haben Sie vielleicht eine Ahnung, wo Herr Burkhardt sich nach seinem Verschwinden aufgehalten haben könnte? Warum fragen Sie nicht meine Ex? Das ist Judith Fennebusch, die Frau von Klaas Fennebusch. Der auf jeden Fall mehr als einen Grund hat, auf seinen ehemaligen Partner richtig sauer zu sein. Und Alibi hat er auch keins. Ja, und das hier ist Judith Fennebuschs Kreditkartenabrechnung. Seit ungefähr einem halben Jahr hebt sie immer wieder Geld in Obernwolde ab, in der Nähe von Lübeck. Ihre verstorbene Großmutter besaß dort einen kleinen Bauernhof. Ja, kein schlechter Ort für jemanden, der ein paar Monate untertauchen will. Norge, bestellen Sie Judith Fennebusch für morgen her. Es besteht akute Verdunklungsgefahr. Ich besorge einen Durchsuchungsbeschluss für den Bauernhof. Was haben wir sonst noch? Ich habe mit der Versicherung telefoniert. Sie überwachen Sarah Burkhardt seit einigen Monaten. Ist nichts Unübliches bei einem Versicherungsfall in solcher Höhe und vor allem ohne Leiche. Der Versicherungsdetektiv hat bestätigt, dass sie in den letzten Wochen nicht mehr in der Nähe eines Schiffes war. Sie verlässt überhaupt ziemlich wenig ihre Wohnung. Zweimal die Woche Fitnessstudio, einmal die Woche einkaufen und das war's auch schon. Damit scheidet Sarah Burkhardt als Tatverdächtige wohl aus. Hey, ja. Nee, gut, bis gleich, okay? Tschüss. Im Augenblick deutet nichts darauf hin, dass sich Sven Burkhardt bei Judith Fennebusch versteckt gehalten hat. Was sagen die Nachbarn? Frau Fennebusch hat mit fast niemandem Kontakt. Ihr Haus liegt sehr abgelegen und der nächste Bauernhof ist einige hundert Meter entfernt. Wenn Sie mich fragen, das ideale Versteck. Das ist Vermutung, wir brauchen endlich Tatsachen. Was Neues von der Spurensicherung? Ja, ich habe hier zwar eine Liste, aber ich glaube nicht, dass die Kollegen etwas gefunden haben, das uns zum Toten führt. Das Haus wirkte sehr ordentlich. Zu ordentlich für meinen Geschmack. Fennebusch schon da? Verhörraum. Na endlich. Sie können mir doch sicherlich sagen, warum ich eigentlich hier bin, Herr... Kapitän Ehlers. Es geht um Sven Burkhardt. Sie hatten eine Affäre mit ihm? Sven hatte sich in mich verliebt. Wir wollten zusammenziehen in das alte Haus meiner Großmutter. Aber dazu ist es ja dann nicht mehr gekommen. Er ist ja bei einem Segelausflug ertrunken. Und jetzt leben Sie dort allein? Ja. Frau Fennebusch, Herr Burkhardt ist nicht ertrunken, sondern untergetaucht. Gestorben ist er jetzt, letzten Sonntag. Er wurde erdrosselt. Mein Kreislauf, ich hab so einen niedrigen Blutdruck. Ich hole mir was zu trinken. Und schon was gefunden? Nein, noch nicht. Irgendwas verschweigt sie uns definitiv, auch wie sie auf den zweiten Tod von Sven Burkhardt reagiert hat. Schon möglich, aber wir können ja nichts beweisen. Hier, im Bad. Eine Zahnpasta, eine Zahnbürste. Kein Rasierschaum, nichts. Nicht mal Haare. Was? Sie haben einen Beta-Blocker in Ihrem Badezimmerschrank gefunden? Ja, wieso? Und hat sie schon gestanden? Nein, aber sie hat zu niedrigen Blutdruck. Beta-Blocker sind ein Medikament gegen zu hohen Blutdruck. Judith Fennebusch benutzt Tropfen gegen zu niedrigen Blutdruck. In ihrem Fall hätten Beta-Blocker kontraindiziert gewirkt, nahezu gesundheitsgefährdend. Aber ein anderer hat Beta-Blocker genommen. Sven Burkhardt. Mit Hypotonie sollten Sie aber die Finger von Beta-Blockern lassen. Von was? Beta-Blocker gegen Bluthochdruck. Das sind aber nicht Ihre Medikamente, sondern die von Sven Burkhardt. Wir haben sie aber in Ihrem Badezimmerschrank gefunden. Was bedeutet, dass er sich nach seinem Verschwinden in Ihrem Haus versteckt hat. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Wie,
Vielleicht gehören die ja meiner Großmutter. Frau Fenerbusch, die KTU untersucht gerade jeden Quadratzentimeter Ihrer Wohnung. Wenn ein Mensch sich irgendwo aufhält, hinterlässt er Spuren, da können Sie putzen, so viel Sie wollen. Sven hat gesagt, es kann überhaupt nichts passieren. Ich muss nur ein halbes Jahr durchhalten. Wir hatten doch schon gepackt. Wann haben Sie ihn das letzte Mal gesehen? Samstagabend. Er hatte mit Sarah eine Geldübergabe vereinbart und... Sarah Burkhardt wusste von dem Betrug? Ja, klar. Wie hätte Sven denn sonst an das Geld kommen sollen? Ach, na, Mittagspause? Ja, wie jeden Tag um 12. So ein Zufall. Was macht eigentlich unser Mordfall? Mensch, was ist los, Asmus? Hat dir Gruber verboten, mit mir zu reden, oder was? Okay. Versicherungsbetrug. Also doch. Ja, dann wollte seine Frau wohl nicht mehr mit ihm teilen. Na, dann ist der Fall wohl abgeschlossen. Mahlzeit. Naja, nicht so ganz. Sarah Burkhardt kann ihren Mann gar nicht umgebracht haben. Laut Bericht des Versicherungsdetektivs war sie zur Tatzeit zu Hause. Wir gehen also davon aus, dass... Dass sie einen Mittäter hatte. Ja, genau. Aber jetzt freuen Sie sich nicht zu früh. Ihr Spezialfreund Seeger taucht in dem Bericht nämlich nicht auf. Nehmen Sie es nicht so schwer. Ich meine, Urlaub ist Urlaub. Ich würde mal ein bisschen chillen an Ihrer Stelle, oder? Hallo. Was ist es denn diesmal? Müll oder Drogen? Ganz von beiden. In 3 Wochen habe ich Geburtstag. Und da wollte ich mal so eine richtige Feier machen. Wollen Sie mich veräppeln? Nein, wirklich nicht. Ich wollte schon immer mal gerne auf See feiern. Kein Interesse. Herr Seeger. Es tut mir leid. Ich habe ihm wirklich Schwierigkeiten gemacht, aber wissen Sie, das ist eine Berufskrankheit. Man sieht nur noch Mörder, Verbrecher, Gangster, Leichen. Was soll's? Kommen Sie. Wollen also die große Tour? Auf jeden Fall. Gut. Also DJ und Catering sind inklusive, Sonderwünsche sind extra. Ach, kein Problem. Wissen Sie, ich will es mal so richtig krachen lassen. Meine Kollegen, die werden sich freuen. Ja. Ach, Sie haben doch so einen Flyer. Könnte ich davon einen haben? Ja, selbstverständlich. Einen Moment. Alles, was Sie brauchen. Ah, prima. Herr Seeger? Ich melde mich. Gut. Klaas? Was habt ihr da euch ja toll ausgedacht? Sven spielt den toten Mann und taucht mit Judith unter? Und du gibst so lange die trauernde Witwe, bis die Versicherung zahlt. Da macht ihr halbe und alle sind glücklich, nur ich schaue in die Röhre, oder wie? Du spinnst doch. Also muss ich jetzt los. Gut, machen wir das kurz, ich will das Geld. So, lass jetzt. Los, mach schon. Was bitte? Los, zack, zack. Ich dachte, du hast eilig. Schick ihn wieder weg. Ich mach mal dich. Du hast es, stimmt's? Du hast Sven umgebracht. Ich und ich, das könntest du wohl nicht ertragen, was? Ich habe mit Sven tut nichts zu tun. Du musst jetzt hier. Damit ist die Party ja komplett. Hallo, Judith. Hallo.
willst du denn hier? Ja, was wohl? Mein Geld. Woher soll ich etwa als einziger leer ausgehen? Damit ihr euch ein schönes Leben machen könnt? Du und dieser Scheißkerl. Im Gegensatz zu dir war er wenigstens ein Mann. Ein Mann? Soll ich dir mal was sagen? Ich bin froh, dass dieses Schwein tot ist. Bei dem war nichts heilig. Unsere Firma nicht? Unsere Freundschaft nicht? Nicht, dass du mit mir verheiratet bist? Eigentlich habt ihr sogar ganz gut zueinander gepasst. Dir ist auch alles egal, solange nur dein... Solange ich was? Klaas! Bist du verrückt geworden? Judith? Hörst du mich? Hallo? Judith? Jetzt hilf mir doch mal! Versicherungsdetektiv. Also Urlaub ist wirklich ein Fremdwort für Sie, oder? Ihr sagt ja eins, die beiden kennen sich. Sarah Burke war vor 3 Monaten als Gast auf Segers Schiff auf so einer Party. Ja und, aber danach haben Sie sich ganz bestimmt nicht mehr getroffen. Sonst würde er doch in diesem Bericht auftauchen. Hm. Ja, sie ging 2-mal in der Woche zum Fitness. In der Lessingstraße. Ja und? Irgendwie sagt mir das was. Hier. Sie haben Fotos vom Fitnesscenter gemacht? Nein, von Segers Wohnung. Ich habe Segers Wohnung fotografiert und die liegt genau über dem Fitnesscenter. Nehmen wir mal an, Sarah Burkhardt ist nicht zum Fitness gegangen, sondern ein Stück höher. Zu Seger. Zu ihrem Geliebten. Und Komplizen am Mord ihres Mannes. Also, sollten wir nicht lieber Gruber benachrichtigen? Auf keinen Fall. Kein Wort. Dann werde ich Resultate liefern, mein Lieber. Tschüss. Klaas Fennebusch hat angerufen. Sarah Burkhardt hat ihn niedergeschlagen und ist mit dem Geld aus der Lebensversicherung geflohen. Geben Sie eine Fahndung nach ihr raus. Geht klar. Herr Seger? Ja, hier. Was gibt's? Haben Sie was vergessen? Ich habe nichts vergessen, aber Sie haben was vergessen. Sie haben vergessen, uns zu sagen, dass Sie Sven Burkhardt kannten. Zumindest seine Frau. Die haben Sie hier an Bord kennengelernt. Und sich immer dann mit ihr getroffen, wenn sie vorgab, zum Fitness zu gehen. Und ihre Wohnung liegt genau über dem Fitnesscenter. Und wo ist das Problem? Man hat Sven Burkhardt aus der Ostsee gefischt. Ermordet. Kurz nachdem Sie Ihren Müll entsorgt haben. Ach, verstehe. Erst habe ich also mit Drogen geschmuggelt. Dann hatte ich noch eine Affäre mit der Frau von dem Mann, den ich ermordet haben soll. Ja, Sie sind ja ein Scherzbold. Beim Mord mache ich keine Scherze. Dafür habe ich eine Erklärung. Drecksack. Danke. Sarah Burkhardts Wagen wurde verlassen am Niendorfer Hafen gefunden. Der Hafenmeister sagt, sie hat ein Schlauchboot gemietet und ist Richtung Nordost aufgebrochen. Die will sich absetzen. Vermutlich mit ihrem Komplizen, der auch die Übergabe organisiert hat. Aber wenn Klaas und Judith Fennebusch als Verdächtige ausscheiden, wer bleibt denn da noch übrig? Wen gibt es noch in Sarah Burkhardts Umfeld? Was wissen wir über die Familie? Nichts. Zu der hat sie keinen Kontakt mehr. Aber zu Till Seger wahrscheinlich.
Das stammt von Segers Schiff. Warum erfahre ich das erst jetzt? Naja, es ist von Unterbauer her. Hinterm Horizont liegt das Glück und heute war ich dort. Lara Burkhardt. Das kenne ich irgendwoher. Die Blumen. Jemand hat Sarah Burkhardt Blumen geschickt. Ich habe sie gesehen, als ich gestern bei ihr war. Und auf dem Kärtchen stand, hinter dem Horizont geht es bald weiter. So eine ähnliche Wortwahl? Das ist doch schon auffallend. Dann müssen die Blumen von Seger gewesen sein. Das stimmt, hat der Unterbauer von Anfang an recht. Frau Stahn, überprüfen Sie, ob Segers Boot noch im Hafen liegt. Stern hier von der Küstenwache. Ist Till Segers Schiff noch bei Ihnen? Wo er gesagt, wo er hin wollte? Er wollte die Sache wohl allein in die Hand nehmen. Okay, danke. Kapitän, Segers Schiff liegt nicht mehr im Hafen. Wir laufen aus. Zeit mal wieder Müll zu entsorgen, ne? Segers Schiff wurde auf dem Valkyriengrund gesichtet. Soldat zeigt ein Schiff ohne Kennung an, das könnte sein. Neuer Kurs 70 Grad. Beide voll voraus. Was macht die denn schon hier? Scheiße. Alles in Ordnung? Nein, gar nichts ist in Ordnung. Was ist los? Wir müssen uns beeilen, Till. Klaas hat es auf das Geld abgesehen. Ich weiß nicht, vielleicht ist er schon wieder hinter mir her. Aber hier kann dir doch gar nichts passieren. Komm. Ich komme hier nicht zu spät. Da. Da ist die Yacht. Kontrollboot klar machen. Du hast ja nicht viel Gepäck dabei. Ich dachte, da wo wir hinfahren, da brauche ich nicht so viel. Ja, das stimmt. Da, wo du hingehst, da brauchst du wirklich nicht mehr viel. Wie meinst du das? Till! Was, das ist nicht lustig! Wenn das Geld nie gegeben? 500.000. Für einen scheintoten Mann, der sich vor einem halben Jahr sein eigenes Grab geschaufelt hat. Der Verlockung konnte ich nicht widerstehen. Es war schön mit dir. Sehr schön, Piratenbraut.
Verschieß doch! Alles in Ordnung? Alles in Ordnung. Till Seeger hat den Mord an Sven Burkhardt gestanden. Gut, dann wäre der Fall also aufgeklärt. Unterbauer. Wir sehen uns dann morgen in der Einsatzzentrale. Pünktlich zum Dienst. Natürlich, Herr Gruber. Oh, das von Anfang an den richtigen Riecher. Der wir vertrauen sollen. Wir machen alle mal einen Fehler. Mir fällt immer erst auf, dass ich was falsch gemacht habe, wenn es zu spät ist. Es ist doch noch mal gut gegangen, Holger. Du machst dir noch Vorwürfe wegen Maya. Das passt einfach nicht mehr zwischen euch. Ich frage mich manchmal, ob ich überhaupt noch zu jemandem passe. Abwarten, Holger. Abwarten. Weiterfahren. Kapitän, wir haben etwas gefunden. Wir kommen zu Ihnen an Bord. Partys. Ein unvergessliches Ambiente für besondere Stunden. Ich war bis eben gerade mit einer Betriebsfeier unterwegs. Ich hatte keine Zeit, den Müll zu entsorgen. Ich werde Sie wegen Umweltverschmutzung anzeigen. Holger, das war kein Müll. Der Sack war viel zu schwer. Der konnte den kaum tragen. Du warst viel zu weit weg, als du das beobachtet hast. Was ich gesehen habe, habe ich gesehen, verdammt nochmal. Ganz nach einem ruhigen Tag aus. Sagen Sie das nicht. Unterbauer wollte wieder angeln gehen. Er hätte beinahe einen unschuldigen Menschen erschossen. Hat er aber nicht. Ja, nur weil er dazwischen gegangen ist. Und Sie haben noch nie einen Fehler gemacht, oder was? Küstenwache für Nordlicht, bitte komm. Küstenwache, Albatros 2 hört. Wir haben hier eine Leiche im Netz.
Till Seeger. Sie sind angestellter Skipper bei der Eventagentur Blue Hour Parties. Wohnhaft in Neustadt. Ja, können Sie mir nun endlich sagen, warum Sie mich angefunkt haben? Wunderbar beobachtet, wie Sie was in die See geworfen haben. Und wer behauptet das? Der etwa? Ihr Zeuge hat eine ziemliche Fahne. Mein Zeuge ist ein bewährtes Mitglied der Küstenwache. Verzeihung, aber ich habe nichts ins Wasser geschmissen. Außerdem, in einer halben Stunde kommt eine Geburtstagsgesellschaft an Bord. Mein Chef, der bringt mich um, wenn das platzt. Die Küsten eines Landes sind offene Grenzen. Offen für Handel und Tourismus, aber auch für Verbrechen. Um die Sicherheit auf dem Meer zu wahren, haben sich die Bundespolizei, der Zoll und andere Behörden zu einer Polizei auf See zusammengeschlossen. Sie sind die Küstenwache. Er hat's aber eilig. Soweit ich das jetzt schon sagen kann, ist er erdrosselt worden. Er muss auch eine ganze Weile im Meer getrieben sein. Mindestens 24 Stunden. Sonst gibt's keine Hinweise auf seine Identität. Das ist er. Sven Burkhardt, wohnhaft in Neustadt, wurde von seiner Ehefrau Sarah Burkhardt als vermisst gemeldet. Das muss ich. Ich will alles über ihn wissen, was Sie rausfinden können. Norge? Sie fragen bei der KTU nach, wie weit die mit der Obduktion sind. Frau Stern, Sie informieren die Witwe. Kapitän? Da ist noch was. Die Vermisstenanzeige wurde schon vor 6 Monaten aufgegeben. Damals ist Burkhardts Schiff gesunken und seine Frau hat ihn letzte Woche gerichtlich für tot erklären lassen. Also wenn Norge sich bei dem Todeszeitpunkt nicht um ein halbes Jahr vertan hat, dann ist Burkhardt gerade zum 2. Mal gestorben. Frau Burkhardt, wir haben die Leiche Ihres Mannes gefunden. Sind Sie wirklich sicher, dass er das ist? Ja, leider. Die Obduktion ist zwar noch nicht ganz abgeschlossen, aber wir können jetzt schon mit Sicherheit sagen, dass er bis vor kurzem noch gelebt hat. Das ist nicht möglich? Doch. Es tut mir sehr leid. Und da ist auch noch etwas. Die Todesursache ist kein Unfall, sondern ein Gewaltverbrechen. Das ist nicht möglich. Was soll das denn werden? Albatros 2. Albatros 2 für Christine, bitte kommen. Albatros 2 für Christine, bitte. Scheint es gar nicht ohne uns auszuhalten in seinem Urlaub. Zwangsurlaub. Nun meldet euch schon. Albatros 2 für Christine, bitte. Albatros 2 hört. Moin, Wolfgang. Wie läuft denn deine Jungfernfahrt? Du, ich habe jetzt keine Zeit zu plaudern. Da ist so ein Rowdy mit dem Benzinfresser. Der will da gerade was ins Wasser werfen.
Gib uns mal deine Position durch. 54:30, 11:30. Die Motorjacht liegt circa eine halbe Seemeile von mir entfernt, nördlich. Was hat er denn diesmal wieder gesehen? Klabauter Mann mit Pumpgun. Norge, in unserem Beruf entscheiden manchmal Sekunden über Leben oder Tod. Unter dem Druck kann man schon mal einen Fehler machen. Das ist er. Und das muss die Yacht sein. Kannst du den Namen der Yacht erkennen, Wolfgang? Mark Cruiser. Das gibt's doch nicht. Holger? Der entsorgt gerade eine Leiche.